Hallo Leute, ja, frisch aufgestanden und wir hatten ja letztes Mal noch Sachen zusammengekriegt. Jetzt gucken wir mal gerade rein. Wir können auf jeden Fall unsere Klamotten hier noch reparieren. Herstellung ist leider nichts dabei, aber wir haben auch nicht alles aufgepackt, was wir haben, ne? Das heißt, wir müssen erst an die Kisten, aber das Ganze machen wir natürlich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, Kiste habe ich schon aufgemacht und wir müssten jetzt mal gucken, dass wir so ein paar Sachen hier reinnehmen. Ja, okay. Ich glaube, obwohl, nimm mal hoch jetzt gerade alles. Das Knochen haben wir nur noch einen. Steine, ja, können wir vielleicht auch gebrauchen. Knüppel auf jeden Fall auch. Das bleibt hier, kann auch da runter. Der ist voll, der Stack dann. Hier haben wir noch drei, dann ist der Stack auch voll. Das kommt in die andere Kiste. Ja, dann sind wir bei der Kiste erstmal durch. Dann gucken wir da gerade rein. Da kann auf jeden Fall das Geweih rein. Und dann sind wir jetzt erstmal so weit, dass wir jetzt an die Werkbank gehen können. Und da können wir nochmal gucken, was wir machen können. Lederbrustpanzer haben wir. Feuer, Steinmesser, Schlitzen 5, Stechen 5, okay, das ist ein bisschen schwach. Aber der Feuersteinspeer wäre noch interessant. Und wie ist das mit dem Holzschild hier unten? Vielleicht können wir das auch noch gebrauchen. Blockrüstung 10. Okay, da ist es mit Harz und das ist ohne. Dafür brauchen wir noch viel Leder. Und Holz. Holz wäre jetzt nicht das Problem, das Leder ist wieder mal so, dass wir Wildschweine sammeln müssen, ne? Steht denn hier Stiel? Ach so, da können wir das auch noch färben. Alles klar. Ja, der Hehlschwellumfang fehlen uns die Knochen. Da müssten wir noch weitere Skelette kaputt machen, die aber sehr schwer sind. Ja, der Feuersteinspeer, ne? 5 bis 11. Was ist denn hier unser Schlitzen 30? Das ist Stechen. Stechen ist anders wie Schlitzen. Blockrüstenfeuer. Block macht 30. Block macht 20. Da weiß ich auch noch nicht so, ne? Also den Aikir oder wie heißt der, den müssen wir auch noch da mal angehen, ne? Und da brauchen wir irgendwie was Brauchbares. Ich denke mal mit Pfeil und Bogen. Pff, ist ein Hirsch, der ist flott. Ich glaube nicht, dass wir da mit Pfeil und Bogen lange arbeiten können. Da brauchen wir was anderes. Der hat ein Geweih, da wäre vielleicht ein Holzschild sinnig, ne? Und der Speer zum Pieksen, weil dann sind wir weiter weg. Wir können den herstellen. Das macht bestimmt Sinn. So, jetzt haben wir den. Was ist mit Aufwerten? Feuersteinspeer hier. Fehlt uns natürlich ein Leder, ne? Ist klar. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal Leder haben. Kiste, diese öffnen und die Klamotten da reinpacken. Das kann alles hier rein. Passt der Rest. Ja, ist erstmal gut. So, das bedeutet, wir gehen raus und suchen Wildschweine, oder? Wir brauchen noch Leder. Das ist kein Wildschwein, ne? Aber wir nehmen mal gleich schon die Axt in der Hand. Jetzt ein Leder, ein Wildschwein finden. Das wäre jetzt, ja. Hier liegt noch irgendwas. Fleisch, okay. Ja, da ist es doch schon. Wo ist der andere? Da. Okay, haben wir das Leder? Ja, hier blinkt nichts mehr. Ich glaube, das Leder haben wir. Manchmal sind ja auch zwei Wildschweine da, ne? Hier liegt doch auch noch was, oder? Und da ist Leder und das. Aber wohl doch nicht, das Wildschwein gesammelt gerade.
War das jetzt nur eins? Da blinkt auch noch was. Nochmal Fleisch. Ist nur die Frage, wo hier noch was ist, ne? Ich höre da schon wieder ein. Irgendwie hört sich das so an, als ob das mehrere sind. Wir gehen mal auf unsere Lichtung, da ist das vielleicht alles einfacher. So, wer ist denn da jetzt? Oh, gleich mehrere. Okay, den haben wir schon. Okay. Der ist Geschichte. Harz haben wir. Sind noch mehr da? Nee, ne? Wieso waren denn jetzt sogar zu viele, ey? Holz und Stein haben wir aufgesammelt. Naja. Wo kamen die denn jetzt weg? Ja, lass uns mal gerade gucken. Wir haben ja jetzt schon was von dem Wildschwein gekriegt. Jetzt können wir auch mal gerade schauen, dass wir das vielleicht machen. Einmal aufwerten. Werkbank. Aufwerten. Nee, da. Okay, Feuerstein müssen wir aus der Kiste haben. Wieder zur Werkbank. Und aufwerten den Speer. 26, okay. Und was ist danach? Okay, 32. Da müssen wir Feuerstein haben, Holz haben. Und Holz ist jetzt nicht das Problem. Leder kriegen wir vielleicht auch noch zusammen, aber wir müssen ans Wasser für den Feuerstein. Da haben wir nur noch einen von. Das heißt, wir brauchen noch neuner. Gut, aber dann sind der mit Stechen 32 und er hat hier Stechen nur, ne, Hauen oder was war's? Schlitzen 30. Das heißt, der hier wäre etwas besser. 8 bis 18, 9 bis 18. Tatsächlich wäre der da vielleicht besser, aber. Egal, die Aufgabe haben wir dann jetzt schon mal, dass das was wird. Kiste, klaut Motten raus. Das kommt da rein, das kann da rein, das kann da rein, der kann dahin. Der geht dahin. Ne, das war schon. Oh, guck mal, der Stack ist voll, das heißt, das hier ist schon wieder über. Und das kommt in die andere Kiste. Der Harz kommt hier noch rein, auch voll. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir auch Kisten wahrscheinlich neu bauen. Aber zurzeit können wir den da stecken und das geht hier rein und das geht auch noch hier rein. Fleisch, okay, da ist aber nur noch einer von da, ne? Den können wir auch gleich essen. Und den Pilz nehmen wir auch noch mit, damit das sich auffüllt. Danach machen wir aber diesen Stack erst voll, leer. Okay, das funktioniert. Jetzt ist die Frage, ob wir ans Wasser gehen, wenn es dunkel ist. Aber der Rest ist so warten auf ewige Zeiten, ne? Vielleicht finden wir auch ein Wildschwein hier noch unterwegs. Hier waren noch immer welche, oder? Und im Dunkeln laufen die doch eher rum. Ich sehe aber gerade keins. Schauen wir mal. Eine Uhl war da, oder? Jetzt habe ich gerade einen Hirsch gehört, aber ich glaube, der war weiter weg. Naja, und auf der Lichtung läuft der sowieso nicht rum. Ah, der ist nicht weit weg, ne? Den habe ich hier gehört. Ah, jetzt ist der Ding jetzt die Bäre weg, oder? Okay, der ist auch noch immer noch irgendwo zu hören, der Herr von und zu Hirsch.
Nee, wir laufen erstmal durch hier und gucken, dass wir am Wasser die Steine finden, ne? Also sind wir schon durch? Also da rechts müsste gleich das Skelett sein, ja. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier Nähe Wasser, ne? So, jetzt müssen wir hier die Steine finden. Das ist ein regulärer Stein. Ich guck mal lieber nicht, dass das Skelett hier noch irgendwo herkommt. Ne, sieht nicht so aus. Bisschen schwer zu sehen jetzt hier natürlich, ne? Ich sehe gar nichts hier. Lass uns mal gerade die zwei rausnehmen. Ich dachte, da wäre ein Stein, war aber nicht. Also ich sehe zurzeit gar nichts. Hier ist jetzt das Sumpfgebiet, ne? Ist da ein Stein? Ne. Doch, da ist einer. Da ist ein Stein. Zwei haben wir, sieben brauchen wir dann noch, ne? Ich höre immer diese Viecher, aber ich sehe keins. Die sind auch relativ gut versteckt. Ich dachte, hier wäre ein Stein, war aber nicht. Ja. Das ist ein normaler Stein. Und wenn er hier im Wasser liegt, dann sehe ich ihn gar nicht. Zurzeit. Dafür muss es hell werden, dass ich das wieder sehe. Und da vorne müssen wir dann, glaube ich, aufpassen, da sind wir schon beim Dingens, wie heißt es? Beim, sag schon, Skelett. Weiß jetzt zwar nicht, ob es da ist, aber das ist ein normaler Stein. Es dämmert, oder?
Da hinten leuchtet irgendwas. Aha, der neue Tag fängt an. Jetzt wird es ein bisschen heller, aber zurzeit sehe ich noch keinen Stein hier im Wasser. Wenn die Sonne aufgeht, dann wird es besser, ne? Steht da hinten ein Skelett? Die Sonne kommt. Hier ist er. Noch sehe ich keins. Aber das soll nichts heißen, ne? Ah, da blinkt es an dem Stein, aber das ist jetzt nicht Eisen oder sowas, ne? Das war ein Arborion so. Das hörte sich jetzt gerade ein bisschen größer an, was da im Wasser irgendwie gegangen ist oder so. So, jetzt wird's hell, jetzt kann ich aber sehen. Ist das ein Fisch oder was ist das? Ja. Kriege ich aber nicht, ne? Hätte ich vielleicht die Axt rausnehmen müssen, dass ich den krieg. Da ist einer. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Hier ist das Wasser so tief. Ich glaube, jetzt habe ich drei Steine, ne? Weiß nicht, es war gerade ganz nah, dieses Geräusch von der Nixe, aber vielleicht greift die auch gar nicht an. Das ist ein normaler Stein. Ich brauche aber Feuerstein. Habe ich einen Barsch erwischt? Stand da nicht gerade Hecht dran? Hm. Da ist noch ein Feuerstein. Da sind auch noch welche und da kommt gleich schon ein Wildschwein auch noch um die Ecke. Sehr schön. War ja nicht gerade noch einer? Da. Also, ne, das war nix. Jetzt muss ich erstmal hier raus. Dann die Axt aus dem Dingens nehmen. Und. Könnte was zu essen vertragen, ja. Was fehlt uns denn? Das hier. Hier
Hier war doch eben noch ein Stein, oder? Ah, da. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, 9er, ne? Ich glaube, 9er brauchten wir auch, ne, oder? Wäre schön, wenn wir noch einen oder anderen mehr hätten, aber da ist noch einer. Das ist, glaube ich, ein normaler Stein, ja. Da ist noch ein Feuerstein. Waren hier nicht noch solche Viecher da im Sumpf? Ich glaube ja, ne? Aber ein Wildschwein sehe ich auch. Hier noch ein Feuerstein. Ist das da einer? Ne, regulärer Stein. Was ist das da? Ein Wildschwein? Ich glaube ja, ne? Dann wollen wir doch das Wildschwein mal holen. Wo war das jetzt? Hier hinterm Baum? Ja. Und da vorne war ja noch eins. Ich höre irgendwie noch einen. Okay. So, wo war der Feuerstein jetzt? Hier. War da noch einer? Sehr schön. Jetzt haben wir schon ein paar mehr. Ich glaube, jetzt gucken wir noch nach dem einen Wildschwein hier rechts. Das war doch hier, ne? Da. Da ist so eine Nixe. Hier ist auch so eine Nixe. Die will ich jetzt aber nicht herum. Ah, jetzt ist der hinter mir her. Okay, ja, ist ja gut. Der Hirsch ist weg. Aber hier waren auch noch zwei Wildschweine da. Und da ist das zweite Wildschwein. Hier ist der Dunkelwald. Also hier ist nicht gut, da sind wir noch nicht gut genug für, ne? Ich glaube, wir müssten jetzt hier so lang gehen, dass wir nach Hause kommen. Glaube ich. Na, da ist noch Dunkelwald. Irgendwo habe ich doch schon wieder was gehört, ne? Ja, und da ist ganz viel. Ich glaube, da gehen wir besser nicht lang. Da ist ein Hirsch. Okay, den haben wir zum Glück überlebt. Hier muss aber noch die Beute vom Dingens sein. Jetzt habe ich das Fell.
lass uns wieder die Axt nehmen. Ich höre noch irgendwie was. Ich glaube, ich muss noch weiter südlicher, ne, oder? Hier ist irgendwo noch wer, oder? Ich weiß aber nicht wo. Da, okay. Jetzt haben wir den auch. Ich glaube, jetzt ist erledigt, ne? Also eine olle Nixe. Ist die kaputt? Ja. So, und jetzt hier so lang müssten wir eigentlich... Ja, hier ist ganz nah der Hirsch gerade gewesen, ne? Der war richtig nah. Ich glaube, da vorne müsste Dingens sein, ne? Das Skelett. Da hinten muss das sein. Wenn es denn da ist überhaupt, ne? Vielleicht ist auch nur eins und das kommt nicht wieder, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich es nicht. Da ist ein Wildschwein. Leder habe ich, ne? Ja, sieht so aus. Gut. War eigentlich erfolgreich, oder? Ist hier noch irgendwer? Glaub nicht, ne, oder? Ich höre zwar immer diese Nex oder wie sie aus. Okay, da hinten ist der Hirsch. Und irgendwo kommt noch wer anders oder nicht? Ah, da. Jetzt ist er kaputt. So, jetzt müssen wir noch den Hirsch da haben. Aber der ist ein bisschen weiter weg, ne? Sehr gut. Habe ich ihn? Irgendwo muss da noch das Leder sein, oder? Vertue ich mich. Habe ich das auch erwischt und ich habe es noch nicht gesehen da oben. Kann auch sein, ne? Also hier läuft manchmal auch ein Wildschwein rum, ne? Ich sehe aber keins. Nö. Da ist es.
So haben wir das Leder auch. Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.